Exe homo, das heißt so viel wie seht den Menschen, siehe welch ein Mensch. Und ist sicherlich ein Gleichnis, eine Assoziation für sowohl den gekreuzigten Christus als auch bestimmt die abgestürzten Bomberpiloten, aber auch die Opfer lassen sich damit assoziieren. Das Abbild des Menschen, Exe homo, hängt jetzt ganz und im Hintergrund hören Sie die Stimme des Schauspielers Ulrich Wildgruber. Nun zum Gedenken an die Hamburger Bombennächte von 1943 wird in diesen Minuten das Riesenbild Exe homo des Hamburger Aktionskünstlers Hans-Dieter Rühmann am Turm der Nikolaikirche emporgezogen. Ich wollte kein Foto machen, ich wollte auch kein Bild malen. Und es sollte keine konventionelle Darstellung sein von diesem Menschen. Und so kam ich dann plötzlich auf die Idee, denn jeder hat ja schon mal eine Hand auf den Kopierer gelegt. Und war dann erstaunt, was dabei rauskam. Und so habe ich dann einen Menschen Stück für Stück auf einem Kopierer abgelichtet. Und das war für mich eine faszinierende Sache, weil das Ergebnis, was dabei rauskam, war ein Abbild des Menschen, aber es war so irgendwie ganz anders als ein Foto, sondern es war so fossilhaft, weil der Kopierer hat ja keine Tiefenschärfe. Und es kopiert nur so die direkte Oberfläche und hat keinen Hintergrund, also fotografiert keinen Hintergrund. Und dann habe ich diese Kopie über den Kopierer wieder vergrößert. Und ich fand dann ein System heraus, das ich in vielen Durchläufen und passagenau dieses Bild, also diesen Menschen, vergrößerte auf 50 Meter. Und das war insofern spannend für mich, dass ich, oder auch völlig ungewohnt, weil ich hatte keinen Überblick. Ich konnte diesen Menschen in meinem Atelier dieses Bild nicht ausbreiten und sah immer nur stückweise oder etwas von diesem Bild. Und ich war eigentlich nur dazu da, den Fotokopierer zu füttern mit neuen Blättern. Und wurde das dann vor der Nikolaikirche das Bild hochgezogen. Ich sah das zum ersten Mal, dieses Bild jetzt. Und für mich war das, mir blieb also wirklich der Atem stehen, weil ich so fasziniert war, so gut hatte ich mir das nicht vorgestellt. Weil die Blätter, die hingen ja auch alle einzeln, es wurden Stellen aufgerissen, ein Christus, also ein Kruzifix, ein Jesus mit einem Pimmel, ohne Lattenschutz. Und das hat er. Ja, das ist ja auch bekannt, dass die berühmten Feigenblätter später an viele Skulpturen drangebaut worden sind oder übermalt worden sind bei Gemälden. Aber als es dann nachher hing, natürlich. Das war so beeindruckend, dass und da war überhaupt nicht mehr die Rede davon, einem nackten Mann oder irgendwie Porno oder sonst was oder etwas Erotisches, Pornografisches. Da wurde ich mit Lob überschüttet nachher. Und die wollten auch, dass ich das länger dann zeigen würde, das Bild. Aber das Bild wurde von den Telekrinen bedient und die kosten pro Tag 20.000 Mark, damals D-Mark. Und das war alles nicht einkalkuliert. 3 Tage war schon das Äußerste. Die Verdrängung des Originals durch die Kopie, zum anderen die Ohnmacht des Einzelnen. Und ganz im Sinne Rühmanns bemerkte Kühl schließlich: Ein Mensch ohne Vergangenheit und Zukunft, der auf dem Kopf steht und damit auf die Erde zurückweist, ein Sinnbild für die notwendige Umkehr.